Mit der einfachen Technik aus diesem Video wirst du auf epische Art und Weise am Klavier improvisieren können. Kino-Feeling garantiert. Ja, dieser gewaltige Klang ist einfach absolut faszinierend und wird dich und andere ganz bestimmt verblüffen. Ich zeige dir hier das Ganze schön aufbauen, damit du super folgen kannst. Und wir beginnen mal mit der rechten Hand. Die kriegt so ein fließendes Muster. Wir beginnen hier mit diesen drei Tönen. Und das fließende Muster ist dann folgendes. Also oben, unten, Mitte, unten und so weiter. Kann man sich so super merken. Dann haben wir den nächsten Akkord. Ich blende dir die Akkorde auch ein an dieser Stelle. C über E, diese Töne. Wieder oben, unten, Mitte, unten. Den genauen Ablauf zeige ich dir dann nachher. Vorgespielt G-Dur. Bewusst hier mit dem zweiten und vierten Finger, weil wir brauchen dann später noch Platz, um hier oben zu improvisieren. Oben, unten, Mitte, unten, wieder das Muster und D über Fis. Wieder oben, unten, Mitte, unten. So, und wir haben hier auch immer einen Pedalwechsel, da wo ein neuer Akkord gespielt wird. Und das Ganze spiele ich jetzt mal am Stück vor, inklusive Ansage der Pedalwechsel, damit du das so nachvollziehen kannst im Überblick. Dieses Muster kommt immer viermal pro Akkord oder besser gesagt pro Takt, also es sind 16, was wir hier spielen. Okay. Pedal nach unten, 2, 3, 4. Wechsel, 2, 3, 4. Wechsel, 2, 3, 4. Wechsel, 2, 3, 4. Wechsel, 2 und so weiter. Also immer, wo ein Akkordwechsel kommt, da machen wir auch einen Pedalwechsel. Apropos Akkorde. Hast du gewusst, dass du dir Akkorde super schnell und ganz einfach merken kannst, sodass du zum Beispiel 60 Akkorde in nur 30 Minuten lernen kannst, also wirklich super schnell, und die dann für immer weißt und kennst, ohne irgendwo in einer Akkordtabelle nachschauen zu müssen. Das ist super praktisch einerseits, das spart einfach Zeit, und es ist auch besser für das freie Klavierspielen, weil du so die Akkorde tiefer verstehen wirst. Ja, dazu habe ich dir eine PDF, die findest du, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und in der Infokarte, die kannst du einfach kostenlos runterladen. So, wir gehen hier weiter zu der linken Hand, da spielen wir verschiedene Varianten, weil so kannst du eben dann wirklich mit der Dynamik spielen, von eher ruhig zu richtig dramatisch, das macht es wirklich gerade auch aus bei dieser epischen Filmmusik. Und danach kommen wir dann auch zur Melodie-Improvisation mit der rechten Hand. So, diese verschiedenen Varianten sind ganz wichtig, also da würde ich wirklich keine verpassen und es wird von Variante zu Variante dramatischer, epischer. Wir beginnen hier mit Variante 1, da legt die linke Hand einfach zwei Töne und lässt die dann auch liegen einen Takt lang, für E-Moll diese zwei Töne, für C über E diese zwei Töne, für G-Dur diese zwei Töne. Das ist eigentlich eine kleine Variation. Wir spielen hier den D, das D zuunterst ist G über D genau genommen, und D über Fis spielen wir so. Wir spielen hier eigentlich genau genommen einfach nur D-Dur. Musste ich nicht weiter kümmern, einfach zur Erklärung. Und so kommt dann das Ganze dann zusammen. Gibt es einen schönen, spannenden, epischen Sound schon. Jetzt beginnt schon zu klingen, aber da kommt noch viel mehr. In der rechten Hand ganz wichtig, beachte hier, dass der oberste Ton betont ist und die unteren zwei Töne, die sollten eigentlich nur so leise mitspielen. Wichtig auch, wie so ein bisschen drüber hinwegfliegen, also nicht in den Tasten kleben bleiben, sonst ist es schwierig, das flüssig hinzukriegen. So, dann kommen wir zur Variante 2. Hier wird schon ein bisschen dynamischer. Das Ganze habe ich dir auch in Noten. Wir spielen folgendes Pattern. Töne für E-Moll, also von unten hoch und dann wird einfach geschaukelt. Und ich denke, das sollte für die meisten gehen von der Spanne her. Wichtig, dass du hier nicht immer mit dem kleinen Finger da unten bleibst, sondern dass die Hand sich ein bisschen zusammenziehen kann. Wenn es trotzdem nicht geht, dann spiele einfach diesen Ton für kleinere Hände. So, dann gehen wir weiter. C über E haben wir diese Töne. Oder für kleinere Hände so. Dann G-Dur, diese Töne, für kleinere Hände so,
die überfiss diese Töne für kleinere Hände. Diese Töne. So, und dann setzen wir das Ganze mal langsam zusammen. Und wenn du verstehst, wie sie zusammenkommt, dann hilft das, das zusammenzukriegen. Das Gute ist, ist eigentlich gar nicht besonders schwer, weil es bewegt sich synchron hier die Hände. Also wir beginnen und dann unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Es geht immer so hin und her zwischen den Händen. So, das Ganze spiele ich dir nun auch mal vor, so am Stück. Ja, und das beginnt schon immer mehr so richtig episch nach Filmmusik zu klingen. Jetzt geht's aber erst dann bald richtig ab. An dieser Stelle kurze Frage, gefällt es dir soweit? Falls ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video wie viele andere auch teilen würdest. Du kennst höchstwahrscheinlich jemanden, der auch sehr Interesse daran hätte. Und ja, die meisten finden es einfach super cool, so frei spielen zu können. Ja, noch was, bist du schon Kanalmitglied hier bei Frei Klavier spielen? Falls nicht, checke das doch mal aus. Du findest hier unten in der Videobeschreibung den Link dazu und in der Infokarte. Als Kanalmitglied profitierst du von exklusiven Vorteilen. Zum Beispiel kannst du mitbestimmen, was ich hier für Videos produziere, und du unterstützt einfach auch Frei Klavier spielen. Kaufst mir so ein bisschen Zeit frei für die Produktion eines nächsten Videos. Und so eine Produktion dauert doch gut und gerne circa einen Arbeitstag. So, dann kommen wir zur Variante 3. Der linken Hand hier spielen wir Oktaven, und zwar ganz tief unten und aber auch hier oben. Das klingt wirklich super dramatisch, ebenso richtig episch. Und wir spielen die mal auf die 1 und die 3. Dann hast du einen guten, einfachen, rhythmischen Start hier. Und zwar so. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
ganz viel Freiheit auf dem Klavier. Das brauchst du dauernd sozusagen im freien Klavier spielen. So, wenn ich hier zum Beispiel starte, kann ich wieder dasselbe Muster spielen. Oben, unten, Mitte, unten, oben, unten. Und dann auch wieder mit dem obersten Ton wandern. Muss ich natürlich dann die anderen Umkehrungen auch anpassen, C über E zum Beispiel, G und dann D über Fis zum Beispiel, so dass das wieder so schön homogen nahe beieinander liegt. Und damit kannst du natürlich dann wirklich super frei damit improvisieren und kriegst eine richtig coole epische Improvisation beisammen. Wie das in etwa klingen könnte und als Inspiration spiele ich dir hier noch so ein Beispiel vor. Und das ist schon etwas freier gespielt, aber wirklich auf der Basis dieser Techniken, die wir hier angeschaut haben. So, ein Tipp, ich beginne am Anfang hier oben und das ist einfach immer cool, weil es klingt halt einfach anders, wie wenn ich dasselbe dann weiter unten spiele. So, also legen wir los, kannst zurücklehnen und Inspiration abholen. Ja, da sieht man noch den Film schon gerade vor Augen. Ich hoffe, es hat dir auch so richtig Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, dich in einem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, viel Spaß an den Tasten und ciao.